Da wären wir wieder zur nächsten Wolfhunter-Folge. Heute fliege ich die Japaner, weil bei der letzten Folge, wie es auch der Titel sagt, Japaner pleite, war das jetzt keine gute Runde, zumindest nicht mit vielen Abschüssen. Ich habe ein paar Ausweichmanöver machen können, die eigentlich ganz gut gelungen sind. Aber ich möchte natürlich jetzt auch ein paar Abschüsse schaffen mit den Japanern. Das ist jetzt das Ziel dieser Folge. Und ich hoffe mal, dass ich das auch schaffen werde. Bin gleich wieder in die Premium deutsche Fliege. Was laber ich hier? Genau, also ich bin in das deutsche Premium-Flugzeug wieder gestiegen. Und in das japanische Premium-Flugzeug. Und das ist halt eine deutsche. Ein schönes Kreuzchen da. Da ist eine Du-217. Dann stütze ich mich doch gleich auf die Du-217. Ah, die will, dass du unsere Basis. Ach, das hat jetzt gedauert. Das hat da, ja, hat da uns die Basis weggebombt. Das ist natürlich jetzt blöd. Ne, ich hätte mich jetzt nicht zu früh runterstützen dürfen. Ich hätte noch ein bisschen oben bleiben müssen, dann hätte ich da den besser von oben abschießen können. Hinten ist eine Lenkkäste, aber der wird das dann hoffentlich schaffen. Dann werde ich das auch gleich mal nach oben fliegen. Ja, da stürzen sich jetzt drei Leute. Nein, da kommt noch ein vierter auf die Lenkkasse, die werden es dann schaffen. Eine Me-262. Okay. Das kommt mal gerade. Was macht der auf diesem Battle Royale? Haben es wahrscheinlich beim Battle Royale da wieder was rumgedreht. Okay. Ich weiß auch nicht, irgendwie läuft das jetzt gerade nicht so gut. Ich treffe hier irgendwie auch nichts. Ich hoffe, das ändert sich jetzt noch. Wieder ein bisschen nach oben. Aufpassen, dass der Audi A6 Zero, der kommt direkt auf mich zu. Es kam da noch eine. Ja. Aber immerhin habe ich jetzt die Zero geschafft. Wenn wir nicht etwas unternehmen, hat der Feind gesiegt. Ja, dann steige ich auch gleich in die N1 K2 Ausführung J. Bin jetzt noch nicht in den Bomber gestiegen, weil da oben die Jak-15 ist und solange die da oben ist, werde ich nicht in den Bomber steigen. Da oben wäre natürlich eine Do-217. Eine G8N. Das wären natürlich tolle Ziele, aber die Jak 15, die muss da weg.
versuche ich das da auch jetzt zu schaffen. Außer die Spitfire macht es jetzt. Und da ist halt eine B-17, dann gehe ich vielleicht auf die B-17. Ich hoffe einmal, dass die Spitfire das schafft. Ne, sieht nicht aus. Ah, verdammt. Ah, habe ich den noch erwischt? Das war knapp. Aber ich habe ihn noch erwischt, immerhin. Ja, also, aber die Jack ist da halt immer noch oben. Das weiß ich nicht, gehe ich jetzt in die oder in die? Weil, na gut, ich nehme einfach mal die. Weil die 20mm Kanone, also die Ho 5, die gefallen mir eigentlich nicht so gut. Da gefallen mir diese Typ 99 eigentlich besser. Hoffentlich ist es nicht die Lancaster von vorher noch. Weil sonst wäre das leicht peinlich. So, dann gehe ich doch mal auf die BF-109. Danach auf die TAR, falls sie da noch existiert. Na gut, jetzt haben wir verloren und jetzt hat es auch gerade kurz gehangen. Also ich habe jetzt natürlich die B-17 nicht sehr gut abgefangen. Es war leicht blöd, aber... Weil sie hat eigentlich schon gebrannt, aber ich wollte auf Nummer sicher gehen. Ich hätte eigentlich einfach abdrehen sollen, das wäre gescheiter gewesen. Aber dann hoffe ich, dass euch die Folge jetzt besser gefallen hat, also die Japaner-Runde, wie die letzte. Immerhin habe ich jetzt 4 Abschüsse gemacht. Ja. Hoffe, es hat euch gefallen. Und hoffentlich sieht man sich dann auch bei der nächsten Folge wieder. Ciao!